mal gespannt, wie das Team der Sportkegler der Bayreuther Sportkegler, die bei Manfred bereitstehen, ob die das hier ganz locker aus dem Handgelenk schütteln, den Pitch. Wie sieht's denn aus? Seid ihr fit? Ja, denk schon. Ne? Bei mir stehen Verena Fassold und Petra Schubert mit dem Sportprojekt, das sie gleich vorstellen wollen. Und ich habe gleich eine Frage an dich, Petra. Wie bist du denn selber zum Sport und speziell zum Kegeln gekommen? Als kleines Baby schon oder erst später? Also es ist wirklich in die Wiege gelegt worden, weil unsere Eltern, also ich habe noch zwei Geschwister, haben eben auch gekegelt oder kegeln auch aktiv noch. Und somit ist man halt als kleines Kind schon auf die Kegelbahn gekommen, hat sich das Ganze angeschaut und irgendwann hat man gesagt, boah ey, das will ich jetzt selber machen. Und seit 2008 kegel ich jetzt selber aktiv, erst im Jugendbereich und dann jetzt im Erwachsenenbereich und bin eben als kleines Kind zum Kegeln gekommen. Sehr schön. Jetzt, Verena, wie ist es denn? Ihr werdet uns ja gleich zeigen, was euer Plan ist. Muss man unbedingt dann in den Leistungssport, den ihr ja auch betreibt, dann kommen oder kann man das wirklich aus Freude und Spaß auch machen? Natürlich kann man das aus Freude und Spaß machen und Kegeln ist im Grunde genommen für alt und jung. Die Älteste bei uns im Verein ist 81, das ist meine Mutter. Die hat bis letztes Jahr noch aktiv gekegelt und die Jüngste, die ist jetzt 3 Jahre alt. Und hat auch schon die Kugel in die Hand genommen und in die Vollen gespielt. Fantastisch, da freuen wir uns. Auf zum großen Wurf. So gespannt. Ich habe mich da belesen und habe gelernt, in Keglerkreisen sagt man gut Holz. Ja. Okay, richtig gegoogelt. Gut recherchiert. Ich wünsche euch gut Holz für die nächsten 5 Minuten. Dankeschön. Dankeschön. So, Petra, wie erlebst du momentan denn eben dein Vereinsleben persönlich? Mein Vereinsleben ist so gut wie tot. Bringt doch alles eh nichts. Und wenn du jemanden brauchst, kommt da jemand? Ich stehe mit meinen Ideen ganz oft alleine da. Unser soziales Projekt richtet sich genau gegen dieses Verhalten und Jammern in unseren Sportkegelclubs. Wir wollen handeln und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht, den großen Wurf ins Rollen zu bringen. Denn immer weniger Menschen wollen Verantwortung übernehmen, was wir feststellen, auch junge Menschen. Und wir wollen sie dazu bringen, wir wollen auf jeden Fall diesem Trend entgegenwirken und sie dazu bringen, sich engagiert und motiviert in ihren Vereinen einzubringen. Hierfür bieten wir verschiedene Lösungsansätze an. Zum einen den Konzept zur Gewinnung von Nachwuchs in allen Bereichen. Es werden Funktionäre gesucht, Sponsoren gesucht, es werden aber auch Fans gesucht, Eltern, die Kinder zu den Spielen fahren. Alle werden einfach irgendwo benötigt, um den Sport am Leben zu erhalten. Und wir als Verein Bayreuther Sportkegler wollen eben eine Hilfestellung geben, indem wir Beratung geben, indem wir Präsenz zeigen in den einzelnen Clubs vor Ort sind, indem wir neue Workshops anbieten, sowohl online, aber auch vor Ort in die Clubs gehen. Wir wollen individuelle Beratung machen, wurden natürlich da auch durch das Projekt Helden der Heimat inspiriert. Wir haben einen Imagefilm erstellt in der letzten Zeit und wollen einfach Tipps geben, um eben aktiv neue Mitglieder zu finden und unseren Sport am Leben zu erhalten. Genau, und zwar haben wir praktisch eben genannte Angebote schon in Pilotveranstaltungen umgesetzt und in unserem Verein durchgeführt. Inzwischen ist das Interesse bei unseren Mitgliederclubs, wir haben 20 Mitgliederclubs im VBSK, enorm gewachsen und die Impulse, die wir gesetzt haben, die kommen an und wir werden immer wieder gefragt, wie wir ihnen helfen können. Bisher wurden unsere Projekte und Events überwiegend durch Fördermittel, Spenden oder Crowdfunding finanziert. Natürlich wollen wir das natürlich weiter in Zukunft auch machen, aber wir haben uns jetzt überlegt, dass wir einen Leistungskatalog einführen. Das heißt, dass die Clubs verschiedene Pakete buchen können und dafür eine kleine Unkosten einfach zahlen, damit wir diese Sachen eben anbieten können. Unser Wirkungskreis hat sich bis jetzt beschränkt auf unseren Nachbarverband, den Verein Bayreuther Sportkegler.
aber durch die Workshops und das Coaching, was ist sehr inspirierend, und wir sind jetzt sozusagen auf den Weg gekommen, dass wir auch den anderen Ebenen in unseren Verbänden helfen können, weil die haben genau die gleichen Probleme. Und wir haben jetzt auch schon Ansprechpartner in diesen, auf diesen Ebenen gefunden und wirken jetzt auch schon aktiv mit unseren Veranstaltungen dort weiter. Wir sind der große Wurf, bestehen aus Lukas, Sebastian, Verena und Petra. Wir sind der wesentliche Teil des Inputs. Durch uns wird das Ganze erst ins Rollen gebracht. Wir sind überzeugt mit Herzen, Leidenschaft und vor allem mit Ehrgeiz bei der Sache und haben unsere Koffer für das nächste große Abenteuer bereits gepackt. Ja, wir sind der große Wurf. Wir sind bereits jetzt für viele Beteiligte impulsgebend und inzwischen können wir auch in unserem Dachverband auf motivierte und engagierte junge Menschen zurückgreifen, die Verantwortung in ihren Clubszenen übernehmen wollen. Und wir haben jetzt auch schon durch unsere Pilotveranstaltungen, die wir jetzt dargestellt haben, fast schon 35% an Mitgliederzuwachs im Jugendbereich gewonnen. Und unser Team will auf jeden Fall weiter in die Vollen gehen. In den nächsten Jahren haben wir natürlich immer wieder geplant Veranstaltungen, Seminare für Funktionäre und online oder in Präsenz, Beratungen. Das wollen wir alles anbieten. Und dadurch, dass wir durch diese Veranstaltungen einen ganz großen Erfahrungsschatz aufbauen, können wir diese Pakete immer neu schnüren. Sei es mit was wir brauchen, welche Rahmenbedingungen herrschen oder welche finanziellen Möglichkeiten wir haben. Diese Pakete können wir dann anbieten und jeder pickt sich im Grunde genommen das raus, was er braucht, um Mitglieder oder Nachwuchs für sich zu gewinnen. Wir wollen uns natürlich bei allen bedanken, die uns auf diesen bisherigen Weg begleitet haben. Zum einen bei der Albert-Bertrapp-Stiftung und der Uni Bayreuth. Ohne euch wären manche Ideen überhaupt nicht erst entstanden. Also sie sind wirklich erst durch die Workshops auf uns zugekommen oder entstanden. Unsere Teamkollegen und natürlich auch alle anderen, die uns unterstützt haben, herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, danke euch, dass ihr euch da auf dieses Experiment eingelassen habt und das so genutzt habt. Ja, liebe Jury, wie sieht's denn aus? Alle Kegel versenkt, oder? Also in jedem Fall danke an der Stelle, weil ich habe irgendwie das Gefühl, mit dem ganzen Programm selber so ein bisschen meine Vorurteile abzubauen, weil Kegel war jetzt für mich auch nicht so ganz klar, was macht man da eigentlich noch? Ich kenne es nur so von meiner Mutter und dem Kegelclub so, das ist noch so das Bild, glaube ich, was vielleicht bei vielen vorherrscht. Ich finde es toll, was ihr alles vorhabt. Ich hatte mich jetzt gefragt, ihr hattet 4 Personen aufgezeigt, ihr habt Großes vor, wie bekommt ihr das hin? Wie schafft ihr das, trotz der jetzt erstmal nur 4 Personen dann ganz bis weit auf nationaler Ebene zu wirken? Genau. Und zwar habe ich ja schon gesagt, dass wir ein Dachverband sind mit 20 Mitgliederclubs. Und innerhalb der Mitgliederclubs wollen wir immer jeweils einen jungen Menschen ansprechen. Am besten wäre natürlich im Team noch jemand weiter, damit die in ihren Clubs zu zweit motiviert und weiterarbeiten können und nicht alleine dastehen. Weil das ist nämlich meistens das Problem, dass wir in den Vereinen alleine dastehen. Wir haben Ideen, aber wir können nichts bewirken. Und das ist jetzt praktisch innerhalb dieser Ebene auf dem Dachverband, dass wir in den Mitgliederclubs engagierte Nachwuchskräfte finden. Aber diese Wirkungskreis, den ich dargestellt habe, mit den verschiedenen Ebenen, Bezirk Oberfranken, Bayerischer, DKBC, das sind jetzt auch schon Referenten, die allerdings nur warten. Und wir haben uns gedacht, wir gehen jetzt von der Basis aus und sagen, wir warten nicht, sondern wir handeln einfach. Weil wir müssen was tun und wir können nicht warten, bis die da oben irgendwas kreieren, was für uns nicht passt. Und so können wir passende Bausteine für uns bauen. Und ja, durch die Helden der Heimat haben wir eben gesehen, dass ganz viele Probleme haben, Mitglieder zu generieren. Und da können wir dann natürlich auch was bieten. Also wir haben jetzt gesehen, wir haben einen großen gesellschaftlichen Nutzen. Die Herausforderung nehmen wir an, haben wir für uns gesagt. Und jetzt wollen wir das machen. Danke. Ich kann mich da nur anschließen mit dem Abbau der Vorurteile. Allein, dass da jetzt zwei Frauen, junge Frauen stehen, baut schon bei mir absolut Vorurteile ab. Vielen Dank dafür.
Mich würde interessieren, wenn ihr jetzt mal ganz konkret gefragt werdet, welche Idee habt ihr denn? Also wer ist denn eure Zielgruppe? Wen versucht ihr zu gewinnen? Und was wäre denn so eine ganz konkrete Maßnahme, die ihr jetzt ergreifen könntet? Und zwar spreche ich jetzt von einem Sportkegelclub, ein ganz kleiner, der hat 2 Bahnen. Normalerweise hat man 4 Bahnen, aber mit 2 Bahnen kann man eigentlich nicht so viel tun. Und wir haben ja jetzt auf 4 Bahnanlagen schon große Veranstaltungen durchgeführt mit Jugendlichen und die sagen einfach, ja, das können wir nicht leisten, weil so viele Kinder kriegen wir bei uns gar nicht unter. Und dann kann ich einfach sagen, okay, wir kommen zu euch, wir schauen, wer kann euch helfen, wer kann euch unterstützen, wie kriegen wir die Fördermittel her, wie bauen wir dieses Event auf und dann kommen halt vielleicht 3 Gruppen A10 Kinder rein. Also man kann immer anpassen. Und man muss halt immer hinterfragen, was für Möglichkeiten haben die Einzelnen. Als Zielgruppe wollen wir natürlich in erster Linie Jugendliche erreichen. Das war ja Ihre Frage gerade noch. Also in erster Linie ist es das Ziel, den Nachwuchs zu fördern, zu unterstützen. Und wir haben bei mir im Heimatverein, das ist der SKC Heinersreuth, haben wir eine Kooperation mit der Grundschule gemacht. Das nennt sich OGTS Sport nach 1. Da sind wir am Nachmittag mit den Kindern eben zusammen. Die dürfen eine Stunde auf die Kegelbahn gehen, sich austoben. Und dadurch haben wir jetzt auch 4 sind es mittlerweile, Kinder bekommen, die bei mir am Nachmittag, am Freitag beim Jugendtraining sind und somit integriere ich sie dann bei uns im Verein mit und dürfen dann irgendwann an Wettkämpfen teilnehmen. Also so fangen wir an und das wollen wir jetzt natürlich ausbauen und weitermachen. Ja, auch von mir vielen Dank für die Vorstellung. Ich bin immer ein großer Freund davon, von denen zu lernen, die es schon richtig gut machen. Und man muss ja nicht alle selber erfinden. Und wenn wir mal 15 Jahre zurückdenken, da gibt es einen Vereinsbereich, der im Prinzip am Boden lag und der sich heute gar nicht retten kann vor jungen Leuten, auch die da rein wollen, nämlich die Imkerei. Das ist tatsächlich ein Bereich, der vor 15 Jahren ganz viele Mitglieder gesucht hat und heute sind die einfach hip. Heute finden die in Städten statt, auf Balkonen statt, auf Dächern statt und so weiter. Ich glaube, es hat auch viel mit dem Thema Natur und Naturschutz zu tun, zu verstehen, wie das geht. Und da ist einfach eine Anregung oder vielleicht auch eine Frage, wie man das noch verbinden kann. Also ich finde ja gut Holz schon mal sehr schön. Vielleicht kann man pro Turnier einen Baum pflanzen oder so. Aber gibt es da irgendwelche Ideen, was zu vernetzen in diesem Megathema Naturschutz oder ist das bisher nicht kompatibel? Also ich habe ganz viele Projekte, die sich über die sportliche Bildung hinaus an die Jugendlichen melden, wenden oder auch um allgemeine Lebenswelt-Themen. Zum Beispiel habe ich momentan ein Projekt mit den Summern zusammen auf den Vereinsgelände, weil das eben auch ganz, ganz wichtiges Thema ist. Man kann neben der sportlichen Bildung ganz, ganz viel in Vereine einbauen. Aber wie gesagt, man muss halt schauen, welche Rahmenbedingungen sind da. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt geplant mit dem Deutschen Sportbund. Und zwar nennt sich das Move for Peace. Also wir versuchen jetzt auch an Flüchtlinge zu gehen und dann natürlich auch in der Sprache, dass das eben auch ankommt. Also wie gesagt, das Kegeln ist eigentlich ganz toll, alle Themen mit einzubinden, aber unabhängig davon. Weitere tolle Projekte, die die Gesellschaft zusammenhalten, findet ihr die nächsten Wochen immer montags und freitags hier auf YouTube. Klickt euch durch unsere Playlisten, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Lust bekommen, selbst aktiv zu werden? Dann schaut auf unserer Website raps-stiftung.de vorbei. Wir helfen euch dabei, eure sozialen Projekte in die Tat umzusetzen. Ciao und bis zum nächsten Mal.